Ja, meist da zugegangen in den Wirtshaus, die haben gesoffen wie die Halter, das war der eine nicht so begütert, hat noch einen Wintermantel angehabt, weil ihm zu kalt war, der andere fein gesackelt, ein Viertel nach dem anderen. Na, sagt der eine zu einem, geh spätig, komm, geh mal ein bisschen aus, ich muss einmal, ich hab so einen Track auf der Bluse oder umgekehrt. Na, sind sie ins Klo marschiert und auf einmal hat der eine zum anderen gesagt, erst du spätig, wannst du? Und du, wie schallst? Da hört man überhaupt nichts. Und wenn ich, wie schall, da taschelt es so. Sagt der andere, du bist ja ein Trottel. Du, wie schallst da auf die Wand? Und ich, auf dein Wintermantel. Vaterschaftsprozess im hiesigen Bezirksgericht. Ein 14-jähriger Pinsel ist angeklagt des Vaters. Die Verteidigerin steht mit ihm vor dem Rat, am Hohen Gerichtsrat. Ja, und die Kindesmutter sagt immer wieder, ja, das war er. Die war nicht durchgekommen mit dem Prozess. Die Verteidigerin greift zum letzten Mittel und sagt zu den Burschen, zu ihren Klienten, den 14-jährigen Buben, da gibt's noch eins. Sie macht ihm das Hosentierl auf und sagt den Rot, den Spatz, ich sag, Herr Rot, kann man mit sowas ein Kind fabrizieren? Bei mir flüstert ihr der Bullen so, Frau Doktor, lassen Sie aus, sonst verlieren wir den Prozess. Mein Gott, ja, hoch auf der Alm im Gebirge, da hat er sich angespült, der Bauer. War nicht da, der Knecht suchten. Der Knecht ein in den Hof. Bauer! Wo bist denn? Da herum am Dein bin ich. Ja, Bauer, was tust denn? Die Pfing. Ja, mit weinten, Bauer! Leierlohn. Ja, aufs landwirtschaftliche Gewerbe gehen wir halt auch über mein Glas. Wir drei waren im Ernteeinsatz bei einem Großbauern. Da haben wir Hei gerecht und gerecht. Und die Sohn hat runtergekatzt mit 40 Kriegel. Auf einmal wird der Bauer scheich. Er hat müssen auf die kleine Seiten gehen. Und wird da mit seinem Apparatikus um ein Antwerkel kommt beim Bienenvogel und nagelt ihn genau vorn ein. Der macht dann geschrien. Rennt übers Feld heim zur Wirtschaft, in den Hof. Der Brunnen ausdruckend, kein Wasser da zum Kühlen. Ein in Kuhstall. In Kuhstall steht da so ein Milchkannel da, mit saurer Milch drin, hat er in Pimpinello ein und ein wenig angetaschelt. Oh, das tut gut. Auf einmal kommt die Magd daher, die Düdi. Sag's, Bauer, wie das Klumpert draußen kommt, das hab ich schon aufgesehen. Aber wenn man den Teufel lohnt, das hab ich noch nie gesehen.